3, 2, 1, Mainz. Auf einer Kofferauktion kommt fremdes Reisegepäck unter den Hammer. Inhalt der Fundsachen? Überraschung. Doch lassen sich hier wirklich echte Schnäppchen machen? Es gibt Leute, die kommen wirklich regelmäßig und die haben aber gewisse Spür für ihren Koffer, wo sie genau sagen, den Koffer möchte ich haben. Auktionsprofi oder Anfänger, Erfahrung gegen Bauchgefühl. Wer zieht das Große los? 8 Uhr morgens in Freiburg im Schwarzwald. Vorbereitungen für eine ganz besondere Auktion in der Messehalle. Heute kommt Gepäck unter den Hammer. Seit 15 Jahren leitet Auktionator Martin Klesle Versteigerungen, seit kurzem auch im Auftrag der Lufthansa. Liegen gebliebene Gepäckstücke, die nach einer Flugreise 3 Monate lang nicht abgeholt werden, landen bei seiner Kofferauktion. Bei 80 Millionen Gepäckstücken, die über die Bänder laufen, bewegen wir uns im Promillebereich, was wir hier versteigern. Aber es gibt manchmal Dinge, da bleiben die Nachforschungen dann, verlaufen dann im Sande. Woche für Woche sammelt sich da so einiges an. Etwa 20 Versteigerungen organisiert Klesle pro Jahr. Rund 400 Artikel werden dabei pro Termin aufgerufen. Darunter auch viele elektronische Geräte. Das meiste aber sind Koffer mit unbekanntem Inhalt. Unter den Fundstücken haben Schnäppchenjäger schon wahre Schätze gefunden. Das war der eine Herr mit der Lederjacke, die hier wirklich sehr viel Geld wert war. Und dann hatte man noch einen mit einem Fotoobjektiv, wo uns gesagt hat, was da drin war. Also ein Sportfoto, das müsste vom Sportfotograf gewesen sein. Das musste auch mehrere hundert Euro gewesen sein, was er uns dann gesagt hat, wie er das dann weiterverkauft hat. Aber wie gesagt, wir kriegen es ja meistens erst durchs Erzählen mit, weil die wenigsten hier bei uns die Koffer aufmachen. Unglaublich, was Passagiere während einer Reise einfach stehen lassen, wie auch diese eigenartige Konstruktion. Das ist cool heute, gell? Das ist der afrikanische Ufer, nagelneu. Das Publikum ist bunt gemischt. Unter den Gästen entdeckt Klesle immer häufiger bekannte Gesichter. Es gibt Leute, die kommen wirklich regelmäßig und die haben aber gewisse Spür für ihren Koffer, wo sie genau sagen, den Koffer möchte ich haben. Ich weiß nicht, an was der das festmacht, aber da haben wir wirklich einen Kunden, der hat wirklich goldene Finger oder eine goldene Hand irgendwo dazu. Auch Lars Zohr gehört zu den Stammgästen mit der richtigen Spürnase. Er ist immer wieder dabei, wenn es in Freiburg und Umgebung eine Kofferauktion gibt. Wie alle muss er trotzdem seine persönlichen Daten angeben und 5 Euro Kaution für die Bieternummer hinterlegen. So soll verhindert werden, dass jemand etwas ersteigert und anschließend nicht abholt. Wenn jetzt jemand was ersteigert hat, kommt die Bieternummer dazu. Und aufgrund von den Formularen sehen wir ja, welche Person das bei uns gekauft hat. 2 Stunden vor Auktionsbeginn haben Interessierte Gelegenheit, die Ware in Augenschein zu nehmen. Besonders wichtig ist das bei den elektronischen Artikeln. Denn ob ein Laptop oder iPad der neuesten oder schon der vorletzten Generation aufgerufen wird, macht einen großen Unterschied, wenn man ein Schnäppchen machen will. Ich bin jetzt schon bestimmt, also mindestens 6 Mal war ich dabei und versuche so oft es geht zu kommen, weil es macht echt Spaß. Man hat hier viele Möglichkeiten. Nicht nur Technik, sondern eben in manchen Koffern befindet sich auch so ein kleines Schätzchen, wenn man Glück hat. Ja. Doch worauf achtet der Profi bei der Jagd nach einer wertvollen Katze im Sack? Also bei den Koffern schaue ich meistens auch auf die Marke, weil ich denke, wenn sich jemand einen Koffer kauft, der teuer ist, dann wird er nicht nur schmutzige Wäsche reintun, hoffe ich mal. Und ansonsten schaue ich mir auch gerne Rucksäcke an. Weil ich denke, das ist Handgepäck und da kommt dann eher mal ein Handy oder irgendwas, eine Spielerei vielleicht rein, irgendwas Technisches. In dem Diktiergerät war mal drin, Ladegeräte, das waren ja, Spielzeug fürs Kind, war auch schon drin. Also es ist wirklich bunt gemischt. Trotz akribischer Vorbereitung hat Lars aber auch schon mal kräftig daneben gelangt. Das war ein großer Rucksack, da waren 2 nasse Handtücher drin. Das war's. Da habe ich so an die 60 Euro gezahlt. Christel und Martin sind das erste Mal bei einer Kofferauktion. Natürlich wollen auch sie ein Schnäppchen machen. Aber das ist für die beiden nicht das Wichtigste. Eigentlich erwarten wir Spaß. Ich habe ihr das vorgeschlagen, weil ich hatte die Werbung gehört im Radio FM während dem Autofahren. Und dann habe ich mir eigentlich noch gemerkt, am 15. 10 Uhr, Messehalle 3, habe ich sie angerufen und ah, da könnte man hingehen, hast Zeit. Und so haben wir das gemacht. Ja, ich freue mich schon die ganze Woche drauf.
Die beiden verschaffen sich einen ersten Überblick und stolpern über eine Sporttasche, die noch eine große Rolle spielen wird. Und dann entdeckt Christel plötzlich den afrikanischen Ofen. Was ist das? Eine Trommel? Ist das eine Trommel da oder was ist das? Dieses metallene Ding? Kochtopf. Ein kleiner Ofen. Ja, das sieht aus, als könntest du unten Feuer reinmachen. Was die Objekte ihrer Begierde angeht, sind die Kofferhoffer noch offen. Ein Männerkoffer oder das kann auch ein Männerhandgepäck sein. Ein Frauenkoffer oder ein Frauenhandgepäck und eine Ü-Box. So etwa. Und Gesamtbudget? Ja, 200 Euro wäre okay. Ja. Auch für Christine und Freundin Viola geht es nicht in erster Linie ums Geschäft. Sie sehen die Auktion eher als fröhliche Tupper-Party der anderen Art. Wir lieben Überraschungen. Also wir gehen nicht hierher und erwarten, dass wir für das Geld auch den Gegenwert bekommen, sondern wir lieben die Überraschung. Welche Überraschungen würden euch freuen? Kann man nicht so beschreiben oder Sachen, die man nicht erwartet. Oder einfach schöne Mitbringsel, die die Leute eingekauft haben aus einem fremden Land. Und dann sind sie im Koffer und du hast sie, ja, irgendwas aus der Karibik oder aus Amerika. Das wäre dann schon. Ich war dann noch nicht dort und habe trotzdem ein Mitbringsel. Ich hätte gern einen Koffer, denn ich bin Koffer. Martin Kleßle gibt alles, damit seine Kofferversteigerungen zum Erlebnis werden. Showtime ist angesagt. Es geht schon ins Entertainment, da kann man schon fast sagen, es ist ein bisschen Entertainer noch, weil ich denke, man kann die Versteigerungen, es geht hier irgendwo lustig zu hier und es ist schon eine todernste Sache und das muss man auch ein bisschen so, denke ich, dem Publikum oder den Leuten, den Kunden hier auch so verkaufen. Sein wichtigstes Instrument, die Stimme. Danke für 40 wieder Nummer 3. Und anstrengend ist, wenn man natürlich die 4 Stunden am Stück hier ununterbrochen reden muss, ohne Pause, ohne Punkt und ohne Komma. Weil das ist das, da muss man halt vorbereitet sein. Das ist abends auch der wichtigste Tag, sage ich halt. Und da muss die Stimme funktionieren. Das ist ja immer, da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht heiser bin oder irgendeine Erkältung habe, weil das wäre fatal. Ne? Ab 12 Uhr, endlich ist es soweit. Die Auktion beginnt. Gleich am Anfang liefern sich Christel und Martin mit Lars ein Wettbieten um einen kleinen Rucksack. Die Position Nummer 2, ein Rucksack von Embrac in Grau, meine Damen und Herren. Für 15 Euro gibt es diesen tollen Rucksack. Ein Rucksack für 15 Euro, meine Damen und Herren, 15 sind geboten, danke. 15 Euro zum ersten, 15 Euro zum zweiten, 16. 16, 17, 17 zum ersten, 18 zum ersten, 19, 19 zum ersten, 20. Danke, 26 bei dem Herrn, 26 zum ersten, 26 zum zweiten und 26 zum dritten an den Herrn mit der Bieternummer. Der Neuling erhält den Zuschlag. Als nächstes geht es um einen kleinen Kinderkoffer mit Mickey Maus. Das perfekte Geschenk für die Tochter von Lars. 10 Euro sind geboten, 10, 11 zum ersten, meine Damen und Herren, 16, 17, 17 zum ersten, 18 zum ersten, 18 zum zweiten, mit der 18, dann geht er für 18 nach vorne, 19, 20 hier vorne, 20 zum ersten, 20 zum zweiten, mit der 20, dann geht er für 20 nach vorne, an die Nummer 7. Für 24 Euro inklusive Gebühr erhält Lars den Zuschlag. Beim nächsten Koffer bekommt Christine feuchte Augen, ein Traum für jede Frau. Ein schönes, interessantes Teil. Herr Leger, los, meine Damen und Herren. Bei 30 Euro wäre es rennen. Die Nagelstudio-Besitzerin gibt Vollgas. Dabei treibt sie mit dem pausenlosen Hochhalten ihrer Bieternummer nur den Preis nach oben. Taktieren geht anders. 120, Am Ende kostet der pinke Koffer mit Gebühr 151 Euro. Neben Koffern, Rucksäcken, Taschen und diversen Kinderwagen sind die Überraschungspakete besonders beliebt. Jetzt wird spannend. Jetzt kommen die Übungen, meine Damen und Herren. Aus ein paar begehrten Einzelteilen und allerlei Reisekrimskrams stellen Lufthansa-Mitarbeiter die Pakete zusammen. Überraschungseier für Erwachsene. Lars steigt ein, denn es könnten sich hier tatsächlich Schätze verbergen. Allerdings liegt sein Limit hier bei 50 Euro. Die Box geht für 64 Euro an einen anderen. Hat Lars ein Schnäppchen verpasst? Ich tippe mal, dass auch Bücher drin sein werden und mindestens ein Elektroartikel.
In jede Box packt die Lufthansa außerdem eine Nackenstütze. Darunter kommt eine Sammlung alter DVDs zum Vorschein und ein alter Kopfhörer. Lars vermutet, dass im grünen Sack was Wertvolles schlummert. Und siehe da, es ist eine Digitalkamera. Was er mit dem nächsten Teil anstellen soll, davon hat der neue Besitzer allerdings keine Ahnung. Es ist so ein, da kannst du eine SIM-Karte reinmachen. Und wenn du dann ins Datennetz kommst, dann kannst du das als Wi-Fi-Hotspot machen. Dazu noch diverse Malsachen und ein Stofftier für Kinder. Lars dämmert so langsam, dass er zu früh ausgestiegen ist. Ja, schade. Bereust du, dass du nicht ein bisschen höher mitgegangen bist jetzt? Ich hätte noch 10 Euro drauflegen müssen, ja. Dann wäre ich vielleicht auch dabei gewesen. Also allein die Elektrosachen sind mindestens den Preis wert. Ob man bei Kofferauktionen tatsächlich Profit machen kann, wollen Nicole und Tomislav 3 Wochen zuvor bei einer Veranstaltung in der Stadthalle in Haslach herausfinden. Es gilt, Artikel zu finden, die sie dann bei eBay bzw. auf dem Flohmarkt gewinnbringend verkaufen können. Gibt's eine bestimmte Strategie? Also was ich halt auch achte, sind halt diese kleinen Trolleys, so, die man so irgendwie kennt, die meistens eben Businessleute mit sich schleppen. Ja, ich würde auf jeden Fall gerne natürlich Markenprodukte kaufen, weil die am besten zu verkaufen sind. Oder natürlich Handarbeit, Leder, neue Drogerieartikel, die natürlich ungeöffnet sind. Soweit die Theorie. Allerdings reicht es nicht, die einzelnen Objekte zu spotten. Die eigentliche Kunst besteht darin, im richtigen Moment zuzuschlagen oder es bei zu vielen Bietern besser bleiben zu lassen. Die Nummer 51, ein Pony von Delsi, ein schwarzer Pony von Delsi. Schlag ich alles dran, nichts defekt, dürfte nichts mehr gut sein. Nein, der Pony, 30 Sekunden. 82, das bei Ihnen. 105 Euro muss Tomislav für den schwarzen Trolley hinblättern. Nicole glaubt, dass das selbst aufbauende Pop-up-Zelt noch mehr wert ist. 30, 40. 40 sind herrschend, 40 sind zu Boden, niemand mehr wie 40. Dann geht's für 40 an die 71. Das ist doch teuer, das Ding. Kostet aber 50 Euro. Frühstück, das Preis wäre für 150 Euro. Weiter geht es mit gut. Kommt wieder ein. Auch die Überraschungsbox von der Lufthansa darf natürlich bei den beiden nicht fehlen. Tommy ersteigert eine für 74 Euro. Am Ende gibt er rund 300 Euro für 7 ersteigerte Positionen aus. Nicole liegt sogar bei knapp 400 Euro. Ob das Geld gut angelegt ist, zeigt sich erst bei den inneren Werten. Deshalb können viele Bieter es kaum erwarten, sich ihre Auktionsbeute genauer anzuschauen. Der ist schick. Ja, ich habe 100 Euro gezahlt. Was erwarten Sie vom Inhalt? Dreckige Wäsche. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Wäsche ja, schmutzig nein. Der Koffer ist voll mit nagelneuen Klamotten, mit denen die neue Besitzerin gleich eine Boutique eröffnen könnte. Raffiniert, raffiniert. Der Reiz liegt wie so oft im Verborgenen. Mützen, Kleidung, Fasnacht. Keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall mal ins Trommeln. Wohl dem, der weiß, wie für einen selbst nutzlose Dinge wieder zu Geld zu machen sind. Tomislav und Nicole stellen sich erst zu Hause der Erkenntnis, was sie im Bieter-Alpha alles ersteigert haben. Also, ich habe mal hier eine Zahnbürste, einen Rasierer, ein Parfum. Bisher keine Schätze, ein typischer Reisekoffer. Doch von wem? Klamotten ohne Ende, hey. Hosen. Ja. Ja, was für eine Größe? Oder was ist denn? Boah, das ist eine Riesenhose. Okay. Oh nee. Okay, das sagt jetzt schon mal einiges über die Welt. Das ist eher so eine traditionelle. So. Das kann nicht sein, oder? Es fragt sich, wie viele Plätze jemand im Flugzeug braucht, der in so eine Hose passt.
Sonst nur Wäsche. Nichts als getragene Wäsche. Wenigstens ist der Koffer in gutem Zustand. Ob die von der Lufthansa zusammengewürfelte Überraschungsbox mehr bietet? So, nach Babykleidung. Oh nee. Nee, noch mehr Schrottzeug hier. Okay. Ah, okay, eine Babydecke. Für den Winter vielleicht ganz gut. Patrick, aber das ist ja mit dem eigenen Namen, das wird schwierig sein. Hey, schau mal hier. Aha. Ein paar Converse-Schuhe. Was für Schuhe? Converse, okay. Ja. Aber das ist jetzt auch für den Winter schlechte Schuhe. Ja, egal, aber als Markenschuhe. Aber weiter geht's mit wertvollen Kopfhörern, undefinierbarer Elektronik und einem wirklichen Highlight, einem iPod. Einige Teile aus der Box sind wie neu. Ob das die Wiederverkaufschancen bei eBay erhöht? Wie schätzt Nicole den möglichen Gewinn ein? Für die 90 Euro hat sich die Übox auf jeden Fall gelohnt, weil da sind recht hochwertige Dinge drin, also Markenprodukte. Und mit denen kann ich auf jeden Fall sehr gut was anfangen bei eBay. Rund 50 Euro hat Tommy für seine kleine Übox hingelegt. Ja, was ist das hier? So was wie eine. Das ist ein Spiegel, ja. Das ist eine Spielkonsole. Ja, ein Spiel. Dazu kann er jetzt eine Puppe tanzen lassen. Am Ende entdeckt er neben einem alten Taschenrechner noch eine Original-Ray-Ban-Brille mit echter Modellnummer, keine Fälschung. Also, wie stehen nun die Chancen auf dem Flohmarkt? Für die beiden Kinder wegen, glaube ich, sollte ich schon so 40 bis 50 Euro bekommen. Beide habe ich ja recht günstig bekommen, den hier für 5 Euro, den hier für 14. Klamotten gehen grundsätzlich immer am Flohmarkt, die Frage ist halt, zu welchem Preis. Mal schauen, im Großen und Ganzen bin ich jetzt eigentlich ganz optimistisch, dass ich mein Geld wieder reinkriege und vielleicht sogar ein bisschen mehr als das. Der Flohmarkt ist erst in einer Woche. Für Nicole beginnt die Arbeit sofort. Die Internetrecherche soll zeigen, was gerade die ihr unbekannten Artikel an Erlös versprechen. Allein der Inhalt der 90 Euro Übox dürfte einen Großteil der Investition wieder reinholen, oder? Neue Ware geht auf jeden Fall super. Also wenn es nicht so gebraucht ist, ist natürlich in Top-Zustand. Und da habe ich Gott sei Dank sehr viele. Also den Kopfhörer, die Boxen, den Wanderstock, den Geldbeutel zum Beispiel. Und die gebrauchte Kleidung werde ich zum Beispiel in Sets anbieten in der gleichen Größe. Eine Woche später. Tommy ist früh aufgestanden und baut auf einem Münchner Flohmarkt seinen Stand auf. Es geht schon mal gut los. So. Was kostet dieses Teil? Das? Ja, dann würde ich sagen, wieder 10 Euro. 10 Euro? Ja. Dann sage ich 3 Euro. Was? Ja, nee. Also ja, natürlich kannst du. Vorhin habe ich ein Hemd für 5 Euro verkauft. Das ist aber ziemlich verwaschen. Ach so, und deswegen wollen es gleich dann noch mal günstiger. Also 8 Euro zusammen. Dann machen wir 9 Euro. 9 Euro. Gut. Okay, super. Haben Sie es passend? Fast. Fast. Okay, schauen wir mal, ob ich einen. Ich habe 1 Euro. So, bitte sehr. Danke. Danke sehr. Statt richtig dicker Kohle beschert ihm auch seine Ray-Ban-Sonnenbrille eine herbe Enttäuschung. Ja, 10 Euro gebe ich nicht her. Das ist mir zu wenig. Gibst du mir 8 Euro? 8 Euro. 5? Okay. Nein, 8 Euro. Okay. Das ist ein guter Preis, du weißt, das ist ein guter Preis. Okay. 8 Euro für die Plastikbrille sind richtig gut. Allerdings diesmal aus Verkäufersicht. Was habe ich bis jetzt? 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nach einer Woche ist auch Nicoles Online-Verkauf zu Ende. Es ist Zeit für beide, ein Resümee zu ziehen. Wer hat mehr von der ersteigerten Ware verkaufen können? Und für wen hat sich die Kofferversteigerung finanziell ausgezahlt? Ja, hi. Grüß dich, Nicole. Boah, ist hier schön warm, ey. Ja, wie war's? Ja, kalt war's. Ja. Ja, und ein bisschen was an Kohlen habe ich auch eingenommen. Ja, krass. Ja, wie viel ist das? Abzüglich der Standgebühr 160 Euro und ein paar zerquetschte. Mhm. Ja, dann schauen wir mal, was ich habe. Was? Ja. 275 Euro? Ja, abzüglich der Gebühren bin ich bei 245 und das wären dann so 70%. Bei mir ist es so, ich habe ein bisschen mehr als 300 Euro ausgegeben und jetzt 160 Euro eingenommen, also sozusagen 50% Verlust gemacht. Für Tommy war die Kofferversteigerung ein teurer Spaß. Bei der Auktion in Freiburg steht das Highlight für Profi Lars allerdings noch bevor.
Das Kiteboard, meine Damen und Herren, ist also ein Komplettset mit allem drum und dran. Das ganze Set beginnt bei uns ab 180 Euro. Kann das jemand haben? 180 sind geboten. Jetzt heißt es, sich bloß nichts anmerken lassen. Lars bleibt ganz ruhig, setzt sein Pokerface auf und bekommt den Zuschlag. An der Warenausgabe geht's dann ans Eingemachte. Hier stellt sich heraus, wer was für sein Geld bekommen hat. Christine ist als erste mit ihrem pinkfarbenen Koffer dran. Fahrzeug. Strumpf. Oh. Farbe? Reizwäsche? Wozu dienen die Handschuhe? Falls es gebraucht ist, möchte ich nichts anfassen mit meinen Fingern. Der Kofferinhalt ist reizvoll, doch Neid kommt bei den Mitbietern keiner auf. Bisschen klein, oder? Kleider ziehe keiner an. Nee, da freut sich das Rote Kreuz drüber. Ja, es hat sich rentiert, allein schon wegen dem Koffer. Hauptsache pink. Lars Zohr hat bei einer Kofferauktion rund 400 Euro in fremdes Gepäck investiert. Jetzt zieht er Bilanz. Kinderhose. Kinderrucksack. Ja, der war schon mal nicht so toll. Ist der Kinderkoffer fürs Töchterchen sein Geld wert? Nee, aber keine Eier. Spieleier. Spieleier. Ein Mäppchen. Stifte kann man immer gebrauchen. Eine Handpuppe. Auspacken macht Freude. Jetzt mal die anderen. Vorne die Fächer sind schon mal leer. Aha, da finden wir, was finden wir denn da? Leer, oder? Ja, Stick. Lars hat noch Hoffnung. So, ja. Ich denke mal, das sind alles Mögliche an Effektgeräten. Die werde ich mal bei Verwandten fragen, ob die was damit anfangen können. Ansonsten wird es verkauft. Ich hoffe, aber ich denke schon, dass sich das lohnt. Für alle, die Überraschungen lieben, packt Lufthansa Ü-Boxen mit buntem Allerlei. Oh ja, Barbie. Das ist genau das Richtige für Barbie. Barbie. Da haben wir nochmal einen Stick. Das ist ja, du kannst sie sammeln. Ah, das ist ja scharf. Oh, schau mal. In Pink, ja, das ist doch deine Lieblingsfarbe. Ganz toll. Also das finde ich jetzt ganz, ganz klasse. Da haben wir noch Great Britain. Also Tische sind gerade unbedingt die, wo ich behalten muss. Die scharf. Hi. CDs, ja. Nein, keine Musik, sondern DVDs. Und dann noch auf Russisch. Man kann nicht immer Glück haben. Profi Lars hat auf eine neuwertig anmutende Reisetasche gesetzt. Ein guter Riecher. Sie enthält, offenbar als Mitbringsel, Markenschnäppchen aus den USA. Ja, hier wohl auch eine Marke. Wenn, aber ich glaube, die wird. Obwohl. Ist auch noch nicht so gebraucht. Oh, die sind neu. Da muss sie noch einwachsen, aber. Die sind wohl gebraucht. Schuhe, Schuhe. Was der eigenen Familie nicht passt, muss veräußert werden. Aber das lohnt sich nur, wenn das Gepäck, wie in diesem Fall, tatsächlich Einkäufe der Reisenden enthält. Aber, oh ja. Das ist, glaube ich, in jedem Koffer drin. Wenn ich mal wieder für eine Reise. Wow. Nee, das ist Sport. Das ist für den Sport. Für die Frauen. Schau mal her. Ist ja Kind, ja? Nehme ich mal an. Ja. Ja, und dann noch die große Tasche. Ja. Für Auktionskenner Lars kommt das Beste zum Schluss. Nee, das ist ein Kiteboard mit allem Zubehör. Also das ist mein Jackpot heute. Allein für dieses Teil hat sich es auf jeden Fall schon gelohnt. Also ich denke, das wird auch 400 Euro aufwärts wert sein. Und die anderen Sachen, die Schuhe sind schön, neu.
die kann ich bestimmt noch irgendwo weiter gebrauchen. Meine Tochter wird irgendwann da reinwachsen, vielleicht, wenn ich sie so lange behalte. Ja, aber sonst war es gut. Also ich bin zufrieden. Das ist ein absolutes Erlebnis gewesen. Ich habe mich da schon drauf gefreut. Und muss sagen, es ist aufregend, auch wenn man da mitsteigert. Und ich finde, das wäre eine gute Idee, eine gute Sache für junge Leute. Die könnten sich hier wirklich tolle Buggys, tolle Kinderwagen könnten die sich hier für 10 Euro, 15 Euro. Ich bin auch froh, dass ich jetzt weiß, was in dem rosa Koffer drin war. Das hat mich auch, der hat mich auch gereizt. Packt mal so Koffer. Also, ich weiß nicht. Deshalb haben die den wahrscheinlich nicht abgeholt. Das kommt mir bekannt vor. Also das... Ach so, oh mein Gott. Haltbarkeitsdatum bis... Ja gut, ist noch haltbar. Ah ja, 20 Päckchen Tütensuppe, 20 Euro. Ja, also, ich glaube, das war aber wert. Da haben wir kein Minus gemacht. Es ist eben doch das Verborgene, das die Menschen an Kofferversteigerungen so lieben. Zumindest, solange sie es noch nicht kennen. Und auch wenn am Ende nicht alles Gold ist, was glänzt, gehen die meisten Bieter mit Koffern voller Freude nach Hause.